Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video lackieren wir heute das neue Scooter-Deck, das ich bekommen habe von Chili. Und Leute, bleibt bis zum Schluss dran, weil dieses Deck wird am Ende dieses Videos verlost. Es dreht sich heute um dieses Deck, was wir lackieren werden. Ich habe das schon abgeschliffen und sonstiges, weil da haben wir nämlich schon einmal probiert, das Deck zu lackieren mit der Art vom Hydro-Dipping. Es hat allerdings nicht so gut funktioniert. Deswegen wundert euch einfach nicht, warum das schon so aussieht. Das war schon hier einmal ein bisschen rot, ein bisschen schwarz. Wir haben das jetzt schon wieder abgeschliffen, also würde ich jetzt gar nicht so viel rumschnacken und wir entscheiden uns jetzt für die Farben schwarz und rot. Aber wir wissen noch nicht, in welcher Reihenfolge. Also ob ich vorne schwarz oder hinten schwarz, vorne rot. Ne? Ich check's, glaube ich. Deswegen werde ich jetzt einfach von diesen beiden Spraydosen einfach die Kappen abnehmen, werde die einmal flippen und welche denn so steht, die kommt nach vorne. Schwarz kommt auf jeden Fall nach vorne. Ich bereite jetzt hier einmal kurz alles vor und dann fangen wir eigentlich auch schon an. Wie gesagt, wir fangen jetzt mit Schwarz an. Meine Idee ist, wir springen vorne, die Headtube wird auf jeden Fall schwarz gehalten, bis hier ungefähr. Und dann haben wir so einen smoothen Übergang, so versuche ich es auf jeden Fall, dass es dann nach hinten rausgeht in die rote Richtung. Was man beachten muss, einfach nicht zu dicht, nicht zu weit weg. Verschiedene Schichten, also erst eine Schicht, dann die nächste, dass es nicht einfach komplett eine Schicht wird. Ich zeige euch das einfach im Laufe des Videos, wie ich das meine. Oder vielleicht reicht die erste Schicht auch. Es kommt auch immer darauf an, welche Sprühdose ihr benutzt, also welche Marke und sonstiges. Ich habe ja da mal eben eine vom Baumarkt. Vielleicht funktioniert das, vielleicht funktioniert es nicht. Ich bin hier zum Lernen, genauso wie ihr. Okay, man hätte sich auf jeden Fall schon mal im Vorfeld überlegen können, wie man das irgendwie aufhebt, dass es irgendwie, dass man das von unten lackieren kann. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Seite, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, aber ein bisschen besser ran. So, das ist jetzt hier schön verteilt, das ist eigentlich ein relativ cooler Übergang, also ich mag es richtig gern bis jetzt. Jetzt machen wir es einmal noch von unten und dann ist das eigentlich auch schon fertig, muss es nur noch getrocknet werden. Dann packen wir Grip Tape drauf, aber dazu in den nächsten Strichen. Ja, also sofern, Deck ist fertig. Wir haben jetzt vorne die Headtube schwarz, wir haben es hinten rot, wir haben smooth Übergänge, dass sie, sag ich mal, das Feuer, das geht so nach vorne rüber, das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Wir lassen das jetzt auf jeden Fall trocknen, warten ein paar Stunden und dann zeige ich euch das später, wie ich das Grip Tape drauf mache und dann alles weitere. So Leute, ich bin wieder drin, das Deck ist getrocknet. Es sieht super, super gut aus. Ich zeige euch das mal sofort. Und zwar hier ist das geile Deck. Es ist richtig gut geworden. Ich hoffe, man erkennt das hier auf der Kamera, dass wir hier so einen ganz leichten Film von Rot auf Schwarz, einen ganz kleinen Übergang haben. Der sieht auch von der Seite richtig gut aus. So, hier sieht man das jetzt nochmal. Das geht hier so richtig geil, so übergangsmäßig rüber. Ich finde es richtig gut. Selbstverständlich nochmal von vorne richtig gut in Schwarz gehalten. Hier nochmal, da sieht man das nochmal besser. Es ist richtig geil. Hier ein richtig schönes Deck gezaubert, Leute. Findet ihr nicht? Aber da fehlt ja natürlich noch was. Und zwar ist das Grip Tape. Wenn wir hier einmal das Deck zur Seite packen, da haben wir hier das richtig gute Grip von Chili, Scoot or Die. Das klatschen wir da jetzt rauf und dann müsste es eigentlich auch schon gewesen sein. Ich mache das Grip Tape einmal ganz schnell rauf. Ich weiß noch nicht in welche Richtung, aber ich glaube von vorne nach hinten Scoot or Die. Und dann seht ihr das fertige Produkt. So Leute, das Grip Tape ist auf jeden Fall jetzt auch drauf. Das Einzige, was jetzt nur noch fehlt, ist die Break. Die kommt selbstverständlich auch nochmal ran. Aber soweit, Leute, ich finde, das Deck ist wirklich eine 10 von 10 geworden. Ich liebe diese Kombi von Schwarz zu Weiß. Der Übergang ist mir, also ich muss sagen, ist mir gut gelungen. Hier jetzt einmal nochmal das letzte Mal, einmal das Deck. Hier schön, geile Übergänge. Also ich finde es richtig, richtig gut. Kommen wir jetzt auch schon fast zum Ende. Aber Leute, ich werde dieses Deck verschenken. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist mir bei Insta folgen, Chili Pro folgen und erstmal weiterhin aktiv bei Insta sein. Das Gewinnspiel findet die nächsten Wochen statt. Da werdet ihr auf jeden Fall mehr erfahren, wie es dann weitergeht, was ihr dafür tun müsst und sonstiges. Aber bis dahin, es wird alles ganz leicht sein.
Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Euch gefällt das Deck. Und wenn ihr Lust drauf habt, könnt ihr es sogar gewinnen. Deswegen, Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.